Herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Und zwar gibt es meine beiden Bücher, 33 Gitarrsolos Red Edition und 33 Gitarrsolos Silver Edition, jetzt als Digital Edition zusammen, 66 Gitarrsolos Digital, also Digital Edition, ab jetzt auf Gitarrenlehrer online zu kaufen. So, was verändert sich denn zu der Hardware-Version? Also ganz offensichtlich, du kriegst halt kein Buch, was du überall suchen musst. Wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel meine beiden nicht gefunden, deswegen kriegst du die Digitalbilder eingeblendet. Also du musst es nicht suchen, du hast es auf deinem iPad, auf deinem Rechner, einfach die PDF mit den ganzen Solos drauf. Dann hast du Zugriff auf das Video auf der Website. Das heißt, du kannst es von überall her streamen, auch mit Smartphone, Tablet und so weiter. Und der liebe Wolfgang hat Sprungmarken gesetzt, denn die Solos sind alle, außer den ersten sechs, glaube ich, immer als schnelle Version, also als Originaltempo und einmal als halb so schnell eingespielt, wo du dir dann praktisch ganz in Ruhe angucken kannst, wie das geht und dazu die PDF verfolgen. So, dann gab es bei der Originalversion ein Platzproblem auf der DVD, sodass wir die Jam-Tracks nur ganz kurz machen konnten. Also immer nur einen Solo-Durchgang, so 30 Sekunden oder sowas. Das ist natürlich jetzt online nicht mehr der Fall und du kannst die Original-Jam-Tracks runterladen, die kurzen, die einen Solo-Durchgang gehen, oder du kannst die von mir verlängerten Jam-Tracks auch runterladen, die so zwischen 3 und 4 Minuten lang sind, um darüber einfach auch mal zu jammen. Ne? Und die sind ganz gut, die Jam-Tracks, muss ich selber sagen. Gut, das sind eigentlich die Veränderungen. Also du hast längere Jam-Tracks, du hast bequemer, weil du die Videofiles hast. Du kannst, also es sind nicht 66 Videofiles, keine Angst. Das sind 2 große Videofiles, die gehen ungefähr 1 Stunde jeweils oder gehen ein bisschen kürzer, ich weiß nicht mehr genau, mit Sprungmarken. Ja? Und du kannst ja natürlich, wenn du den Kurs kaufst, auch diese Videofiles runterladen. Und ich werde darauf achten, dass beim Runterladen diese Sprungmarken mit drin sind. Das wird noch ein bisschen kompliziert, weil das ist nicht ganz so einfach, das einzubinden. Aber ich werde versuchen, dass auch in den Video-Downloads die Sprungmarken mit drin sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hör dir mal eins von den Solos einfach an. Du siehst praktisch das Bild, was du im Kurs siehst. Los geht's. Wir haben in diesem Buch, wir sage ich, weil ich das in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Tom Hapke gemacht habe, ja, also der hatte eigentlich auch die Idee von dem Buch, also ich hatte die Idee nicht. Er hat gesagt, Bernd, mach doch mal ein Buch, 66 Gitarren-Solos. Und ich so, echt, so viele? Ja, okay. Und dann habe ich da irgendwie Monate dran gesessen und habe alle Solos, damals hatte ich noch kein eigenes Kamerasystem hier, ne? So wie hier, ne? Hier Kamera, Kamera, Kamera. Sondern da musste man auch irgendwie ins Studio gehen und das Ganze von einem professionellen Kameramann filmen lassen. Ist schon ein bisschen her. Ja, habe ich das alles an 2 Tagen durchgeprügelt. 66 Solos eingespielt. Das war echt... Danach war ich komplett gegrillt. Komplett im Hirn gegrillt war ich da. Gut, wir waren danach noch beim Griechen. Ich hatte noch 5 Uso. Das war dem Tom seine Idee, deswegen sage ich wir. Und wir haben da alle Stilistiken, also außer Country, glaube ich. Country konnte ich damals auch noch einfach noch gar nicht. Kann ich auch immer noch nicht besonders gut, aber das wird sich bald ändern. Also wir haben zum Beispiel Gypsy Jazz drin. Wir haben normalen Jazz drin. Wir haben natürlich Metal drin. Wir haben Rock drin. Wir haben Reggae drin. Wir haben Blues drin. Wir haben Pop drin. Wir haben Funk drin. Ja? Alle möglichen Solos. Und du kannst dir das so vorstellen. Das ist meistens so 1 oder 2 Seiten des Solo lang. Ja? 1 oder 2 Seiten Tab. Und du kannst es einfach nachspielen. Ja, ich spiele es dir im Video vor, mehr ist es nicht. Ich erkläre im Video nicht die Solos, ja, Stück für Stück oder so. Also das ist eher für als Begleitmaterial zum Beispiel zu meinem Grundkurs-Solospiel oder, jetzt kommt eine weitere kleine Ankündigung, dem Solospiel für Fortgeschrittene, der genau in einer Woche von heute gesehen rauskommt, also nächsten Freitag. Wenn du das hier am 25. März, meinem Geburtstag, guckst, dann ist es jetzt halt genau in einer Woche. Da kommt der Solospiel für Fortgeschrittene raus. Und der hat 66 Lektionen
Und hier hast du 66 Solos. Und der Solospiel für Fortgeschritten ist genau das Gegenteil von dem hier. Hier hast du festgelegte Solos, die du nachspielen kannst. Du musst nichts verstehen, du musst nur Tab lesen können und Video gucken. Und der andere ist praktisch, wie du solche Solos selbst kreierst. Ja, also die Fortführung von meinem Grundkurs-Solospiel. Gut, genug aber dazu. Also diese Digital Edition ist ab jetzt auf gitarrenlehreronline.de zu haben. Und jetzt wirst du dich vielleicht noch fragen, aber ich habe ein Premium-Abo, ist das mit drin? Das ist nicht mit drin. Und ich sag dir auch genau warum. Weil das eine Kooperation ist zwischen dem Tom und mir und wir das aufteilen. Ja? Also was da jetzt reinkommt, wenn du das kaufst. Die teilen das auf. Und das kann ich mit dem Abo nicht verrechnen. Das geht nicht. Das ist ein Add-on. Und leider kann das nicht ins Abo mit rein. Ich konnte aber den Tom überreden, dass wir allen Abonnenten 20% Rabatt geben. Wie du an den Rabatt kommst, das findest du unten in der Beschreibung. Ja? Da gibt es eine spezielle Seite in deinem Abo, wo du die Codes, übrigens auch Codes für meine Equipment-Kurse, runterladen kannst und kriegst es dann günstiger. So, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, Moment, ich habe die Red Edition, die habe ich schon gekauft, als Buch, die habe ich hier liegen, kriege ich dann auch einen Rabatt? Ja, dann kriegst du 33% Rabatt, weil du die 33 Solos gekauft hast. Und jetzt wirst du sagen, okay, ich habe beide Bücher gekauft oder ich habe die Silver Edition gekauft, gibt es natürlich auch 33% Rabatt. Aber wenn du beide Bücher gekauft hast, denkst du, kriege ich das dann jetzt umsonst? Kann ich leider nicht machen, weil das Hosting von den ganzen Videos, das kostet mich relativ viel Geld bei Vimeo. Und dann kriegst du ja auch noch Unterstützung im Forum. Ja, da gibt es eine extra Rubrik für die 66 Gitar-Solos Digital Edition. Und ja, das war für mich halt auch Aufwand. Ja, die letzte Woche habe ich da dran gesessen. Und deswegen kriegst du aber trotzdem 66% Rabatt, weil es ja 66 Solos sind. Ja? Also ein Buch gekauft, 33% Rabatt. Zwei Bücher gekauft, 66% Rabatt und als Abonnent kriegst du 20% Rabatt. So, jetzt wirst du fragen, was kostet das Ding? Ja, es sind 66 Solos und es kostet Standardpreis ohne Rabatte 66 Euro. Und ich denke, ein Euro pro Solo ist okay, oder? Du kriegst ja auch Jamtracks dazu. Das sind zwar keine 66, weil immer zwei Solos sich einen Jamtrack teilen und einmal sogar ein paar mehr bei den Modes. Es sind circa, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, sind es 30? Ich glaube, es sind 30 Jamtracks. Ja, und die kriegst du alle auch dann in voller Länge zum Jammen. Ich finde, das ist ein guter Deal und wenn du darauf Bock hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier unten klickst, da sind noch ein paar Details aufgeführt. Und bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, gibt es noch ein weiteres kleines Beispiel-Solo. Jetzt hast du auch zwei Solos gesehen, dann kannst du ungefähr die Qualität der Solos beurteilen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, diese Solos zu schreiben und diese Solos einzuspielen, auch wenn es mich gegrillt hat. Und mir macht es immer noch extrem viel Spaß, über diese Jamtracks zu spielen. Das mache ich fast täglich, also seit ich die Bücher jetzt irgendwie wiederentdeckt habe und die verlängert habe vor allen Dingen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du die Seite unten besuchst. Ansonsten kannst du mir auch einen Daumen nach oben geben, wenn dir ansonsten das Video gefallen hat, obwohl es natürlich nur Werbung war. Sorry, aber an meinem Geburtstag heute darf ich das doch mal, oder? Ja. Gut, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und viel Spaß mit den Solos. Ciao!